Hallo Freunde vom KSC-Kanal. Heute gibt es Pinan Yondan vom Ablauf und ein bisschen im Detail erklärt, worauf wir achten müssen. Und damit wollen wir auch direkt loslegen. Ich fange erstmal an und mache die Kata einmal langsam. Pinan Yondan! So, jetzt bauen wir die ein bisschen auf, dass wir die Details kennenlernen. Ich fange mittendrin diesmal an, weil das so ein paar Stelle ist, die ein bisschen tricky ist. Zunächst stellen wir uns hin, Füße zusammen, rechte Hand, linke Hand oben drauf. Nach links drehen, Kick und den Ellbogen. Wichtig hierbei zu beachten ist, der Fuß und die Hand gehen gleichzeitig nach vorne, aber die Hand bleibt vorne stehen, wenn der Fuß zurückgeht. Dabei nicht hinfallen. Manchmal sieht man sowas, ich stehe hier und dann kommt der Kick und ich falle so nach vorne. Das nicht. Wir wollen das kontrolliert absetzen. Also hier hin. Kontrolliert. Das Bein ist noch etwas angewinkelt. Die Hand ist offen. Und jetzt drücke ich hier mit der Hüfte und das Bein den Ellbogen rein. Dann stelle ich den rechten Fuß wieder ran. Und jetzt genau das gleiche zur anderen Seite. Hier stehen, das Bein hat ein bisschen Reserve, dann die Hüfte und der Ellbogen vor. Dass hier die Körperachse hier vorne bleibt. Nicht, dass der Körper zurückfällt. Das soll nicht passieren. Der Körper bleibt hier, die Hüfte schiebt nach vorne und der Ellbogen. Den Blick nach vorne und hier. Das Stück solltet ihr ein paar Mal üben, weil es nicht ganz so einfach ist. Wenn ich jetzt hier vorne stehe, kommt der Kick und nach vorne. Die hole ich an der Seite vom Kopf aus und nach oben auf die Nase. Okay, nochmal diese Stelle. Wir stehen hier. Eins, Maigeri und nach vorne. Und hier raus eine schnelle Bewegung. Uchibuke, Neko Achilaj. Dann gibt es ein paar Sachen zum Höhenunterschied. Wenn ich jetzt die Wendung gemacht habe, also ich stand hier, jetzt Uchibuke, jetzt stehe ich tief, jetzt kommt der Maigeri und jetzt kommt ein hoher, ein Handsegen zu Dutch. Und die beiden so geht's. Dann rechts rüber, Uchibuke wieder tief, Maigeri, oben bleiben. Und dann kommen die Morotoruchiuke. Einmal, zweimal, dreimal. Am Ende stehen wir Lanego Ashidaj, rauf, runter. Dann Drehung so weit, dass ich 45 Grad stehe. Und dann ist gut. Die letzten beiden Shotoruke, da stehen wir ja hier, der erste. Und der nächste, der schräg darüber geht, vorgleiten. Okay. Das heißt, nicht nur den Fuß hinstellen, sondern wir gehen vor, der hintere Fuß zieht nach und dabei den Schritt hoch. Okay. Dann haben wir den Anfang von der Pinan Yondan. Wenn ich mich hinstelle, Neko Achilaj, ich hole etwa hier über den Oberarm aus
ziehe. Dann zur anderen Seite. Und von hier aus, linkes Bein vor, Block. Und jetzt ein kurzer Schritt. Morotoichuk. Das Problem ist, ich habe einen langen Schritt und einen kurzen Schritt. Das heißt, wenn ich gleich schnell mache, lang, kurz und wieder hinstellen. Das ist nicht ganz einfach. Weil oft will man nach dem ersten langen Schritt noch einen zweiten langen Schritt machen. Aber das ist jetzt nicht der Fall. Deswegen müsst ihr genau diese Stelle üben. Und wieder hinstellen. Okay. Das ist auch noch bei der Pinagnone zu beachten. Und jetzt zum Schluss gehen wir nochmal hin und machen die Pinagnone an. Einmal frontal und auch von der Seite. Damit ihr beide Perspektiven habt. Fangen wir an. Pinagnone! Und jetzt einmal von der Seite. Pinagnone! Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Üben. Schreibt uns drunter, wie ihr klargekommen seid. Wenn ihr eine Frage habt, auch gerne in die Kommentare rein. Kann man vielleicht für spätere Videos oder so nochmal aufgreifen. Abonnieren nicht vergessen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.